Hallo, liebe Sandrocker, hier sind wir wieder bei Time at Sandrock mit unserem Jackmel und Fred. So, streicheln. Gucci, Gucci. Er freut sich immer noch für den ersten Tag unser kleiner Nudels-Dudels. Komm, wir geben hier nochmal ein paar Kartoffelchen rein. So. Hier sieht's aus. Ups. Glitch. Oh, ein bisschen Energie verloren. Interessant, was das mal für ein Riesenviech wird. Ich weiß nicht. Jedenfalls reichlich Gülle wieder produziert. Vielen Dank. Das macht doch Freude. So. Aber mein Kamel ist schon wieder weg. Warum entführt man immer Blümchen? So eine Unverschämtheit. Oh. Ätzend. Warum kann man die nicht dauerhaft mieten? Blödsinn. Aber ich muss wahrscheinlich meinen eigenen Stall bauen, damit ich hier mein eigenes Kamel habe. Unverschämtheit ist das. So. Gucken. Ich will die einsammeln, nicht machen, blödes Ding. Wir können nochmal drei machen. Ja. Maximal drei geht noch. So, dann haben wir das auch. Wir brauchen noch Eisenplatten. Da müssten wir eigentlich mit Kantoris Gedöns hier durch sein bald. Ah, wir brauchen nochmal Eisenerz. Okay. Hartholzstock. Wie viel Eisenplatten kann ich denn machen? Drei. Stahlstangen. Okay, hier haben wir auch nochmal Kunststoffrohr gekriegt. Alles eingesammelt. Ja. Können wir noch mal auf Vorrat bauen? Braucht man sowieso. Haben wir eigentlich noch Wasser? Ja. Machen wir ein bisschen rein. Da haben wir noch einen Brief. So, das läuft. Eisenplatten. Ich hätte dann jetzt noch für zwei weitere Material. Das ist dann alles. Ah. Gut. So. Ups. Wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Dann fehlt mir für Kartogen eigentlich. Das haben wir alles. Wir haben alles bis auf Eisenplatten. Da fehlen mir dann noch welche. Gut. Ein paar sind in der Mache. Dann haben wir das eigentlich abgeschlossen. So, hier habe ich jetzt die große Kiste noch hingetan. Jetzt haben wir hier nochmal eine neue. So, das haben wir sortiert. Noch irgendwas? Ach ja, wir haben doch von dem geheimnisvollen Mann noch was gekauft. Was war denn das? Hier haben wir noch was Kunststoff. Okay. Ah, hier, eine Möbelkiste. Wir bekommen Simple Armchair. Aha. Den können wir jetzt machen. Was ist das? Wir haben Stepptanzende Ortstag-Statue Teil 2 bekommen und eine Datendisk. Ob sich das jetzt gelohnt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Stepptanzenden Dings. Na gut, also wir können jetzt noch was Neues bauen. Ah, das ist der gemütliche Rattan-Tee-Tisch. Den haben wir jetzt neu. Den könnten wir machen. So, mal gucken. Ach, guck mal an. Gibt 14 Angriff, das Ding. Oha. Ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ein bisschen Angriff könnte ich noch gebrauchen. Das jetzt, Moment, ja. Wir haben da irgendeinen Stuhl bekommen jetzt als Rezept, oder? War das wahrscheinlich der dann, oder? Okay. Wieso habe ich hier Jackfellmilch jetzt auf dem Platz? Naja. Gut. Gut, gut. Dann haben wir diesen Rattan-Tisch jetzt.
Den können wir hier zu unserem Camping-Set hier so stellen, sozusagen. Gerade hier Orientierung verloren. Ja, passt nur leider nur nicht so richtig hin, ne? So, das sieht schon vernünftiger aus. So, hier kann man sich jetzt nach einem langen, harten Tag hinsetzen und sein Sanddornbier schlürfen oder was auch immer. Sehr schön. Müssen wir alles wegräumen hier. Müssen wir alles wegräumen, wenn wir hier aufräumen wollen. Aber jetzt habe ich noch mal mehr Angriff. Auch nicht schlecht. Können wir mal gucken. Boah, ist das hier eng geworden. Wir haben jetzt insgesamt 72 Schaden machen wir. Okay, wir haben noch Lebenspunkte. Ist schon fast am ausgemaxt wieder. Die wir durch Möbel kriegen können. Verteidigung können wir noch was machen. Ausdauer. Glück ist auch schon relativ ausgemaxt. Okay. Verteidigung. Das sind alles eher Sachen, die wir kaufen können. Okay. Ups. So, dann gucken wir mal, was wir uns hier vom Rathaus. Hallo Fred, am 28. dieses Monats findet unser Jackmel-Rennen-Festival statt. An diesem Tag findet das Jackmel-Rennen auf der Wandernden Y-Rennen statt. Das ist ja nichts Neues. Okay. Ist das also auch wieder so weit? Haben wir ja schon mal mitgemacht. Ja. Dann haben wir noch ein paar Geburtstage und dann ist hier nochmal diese neue Weihnachtsfeier, was sie hier so mit eingebaut haben. Das ist natürlich, die kenne ich noch nicht. So, hier haben wir sehen. Hallo Poco, wo ist denn X? Huhu, Kuku. Ah, da fällt mir gerade ein, wo ich Coco sehe. Ich wollte mal Hundefutter machen. Das ist jetzt logisch, aber. Kochstation, habe ich mal Mehl gemacht. Kann ich das machen? Die Pille der goldenen Glocke kann ich jetzt machen. Eine Pille mit spirituellen Inhaltsstoffen. Wenn man sie einnimmt, fühlt man sich geschützt. Also das ist ein Schutzschirm wahrscheinlich. Da brauche ich allerdings Haloxidonfrucht. Ach, das kriege ich von den Bäumen. Ah, okay. Die sind allerdings wahrscheinlich noch nicht ausgereift oder gewachsen. Krieg ich die hier? Vom Baumstamm? Kaktusblüten? Da muss ich wahrscheinlich draußen Kakteen fällen, wo mich keiner erwischt. Hoffentlich. So, aha, wir haben Fleisch, wir haben Kartoffeln, wir können Hundefutter herstellen. Wofür auch immer, bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir es ja Nemo geben oder so, ich weiß es nicht. Oder wir essen es selbst. Also naja, bei Grace essen und das ist gut. So, hier haben wir nochmal Schläuche, die sind jetzt aber nicht so wichtig. Eisenplatten. Ja, wir brauchen dringend noch Stahl. Ja, vielleicht haben wir hier nochmal was. Stahlstangen haben wir nochmal eine raus. Wir müssten hier nochmal ein bisschen was hinzufügen. Eigentlich auch noch so ein Ding noch mal bauen. Okay, jetzt gucke ich erstmal, ob ich noch mal ein Kamel finde, neues. Verdammt. Dass man das nicht verlängern kann mit diesem. Was ist mit ihm hier? Ich dachte, da war irgendwas. Musik oder was? Ja, du auch. Noch mehr Kätzchen, was machst du hier? Wuff, okay. Die denn mit dem Kakteen? Ne? Ich sehe schon, hat mal wieder keine Kamele. Das Kamel von. Der hat lauter Jack. Ach doch, hier ist. Was ist hier los? Lauter Jackmels? Trainiert ihr die schon wieder Jackmel-Rennen hier oder was? Hier ist ja mein einziges Blümchen, das man hier weggenommen hat wieder. Kann man da keinen Dauerleasing-Vertrag machen oder sowas? Was hat er denn zwei? Hier steht da nur eins. Um die Ecke noch was? Nee. Hä?
Ein unsichtbares Kamel. Ja, lauter Jagdmanns, aber nur ein Kamel im Stall, aber man kann zwei mieten. Hä, wo ist denn das? Da bleibt eine Zeit ein Tag. Hä? Aber ist ja nicht da. Das ist ja merkwürdig. Okay, dann miete ich es nochmal neu mit dem anderen. Ah, nee, du kannst immer nur ein Pferd auf einmal mieten, auch wenn es ein Kamel ist. Ja, wo ist es denn? Okay, dann machen wir es so. So, dann habe ich es jetzt wieder. Huch! Wo kommst du denn jetzt hier so schnell hin? Das war jetzt merkwürdig. Okay, gut, dann, ja. Dann haben wir jetzt wieder ein Kamel für die nächsten 7 Tage hoffentlich. Das war jetzt merkwürdig. Na gut. Hat er dann zumindest geklappt. So, gucken wir nochmal, ob wir einen neuen Auftrag kriegen, der ein bisschen lukrativ ist. Inzwischen ist Jan wahrscheinlich wieder unerhoben auf 1. Ja. Die Sackgesichter haben die anmacht irgendwie nichts mehr. Die anscheinend, weiß ich nicht, jetzt ein neues Hobby. Komisch. So, was will er hier? Der will einfache Schaltungen haben. Okay, die waren ja gar nicht mehr so schwierig. Die will blitzartig Gusseisennägel. Ne, da brauche ich Material, das brauche ich selber. Mild gedämpftes Ei will ich hier 11-mal. Aha. Was bringt denn von denen am meisten? Fischbrei. 7-mal. Boah, das bringt aber richtig Kohle. Und 122 Erfahrungspunkte. Oder wir mit Fleisch gefüllte Pilze haben. Da brauche ich relativ viel Fleisch für, denke ich mal. Pilze hätte ich. Mit Fleisch gefüllter Pilz. Dann müsste ich mal gucken, was ich da... Oder bei Fischbrei. Was ich da brauche. Na, das bringt ja richtig Knete. Die Schaltungen hier sind auch relativ simpel. Die nehmen wir mal mit. Ja. Gibt es hier irgendwas Interessantes Neues von den Rezepten her? Desert Warrior Visor. Chromstahl brauche ich, verstärktes Glas, Leder. Ja. Gibt 50 von diesen Dingern hier. Versteinertes Holzbrett. Ja. Gürteltasche, Lockenstab. Ja, das bringt hier Stahlspeer. Oh. Wir haben jetzt die Stahlwaffen. Aber kein Stahlwerkzeug. Desert Warrior Pants. Aha. Desert Warrior Boots. Ja, können wir mal gucken, ob wir diese Dinger machen können. Stahldolche, Stahlspeer, Stahlschwert. Die kostet aber relativ viel. 10% Rabatt haben wir zwar. Steinertes Holzbrett. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann brauchen. Aber jetzt haben wir 10% Rabatt. Nehmen wir das mal mit. Ich will hier raus, ich will hier raus. Wo hier? So, hier hängen wahrscheinlich wieder alle im Tempel rum. Sonntag. Der mysteriöse Mann ist auch noch unterwegs, von dem brauche ich aber nichts. Ach, hier ist immer noch Justice. Der sitzt immer noch in der Wüste. Ja, das ist nicht mein Problem. So. Ups, drehen wir mal wieder unser Kamel. Ja, wir brauchen Eisenerz.
Ja gut, wir könnten noch mal eine Gecko Station Ruinen. Oder wir kaufen uns das. Wir brauchen halt Eisenplatten, da hilft nichts. Damit wir mal fertig werden mit dem Auftrag. Dann sind wir da durch. So viel ist ja auch nicht mehr. Klopp. Einfache Schaltungen. Ah, da brauche ich Kupferdraht. Ganz viel Kupferdraht. Und das ist eigentlich alles. Das ist dann jetzt gar nicht so schwierig. Außer man hat zu wenig Kupferbarren. Halleluja. So, machen wir das auch. So, kochen. In Fleisch gefüllter Pilz. Da brauchen wir Pilze. Sojasauce und Fleisch. Wovon wir zu wenig haben. Gut, ginge aber. Der wollte 9 haben. Doch, also 9 Fleisch. Quatsch. Also, 4, 9 brauche ich Fleisch. Also müsste ich da einige Jagdmädels killen für. Das ist natürlich traurig. Fischbrei. Was ist denn der? Fischbrei. Wie Fischbrei brauchen wir nur Sandkarpfen. Die brauchen aber nur 7. Das ginge. Ah, dann machen wir das. Flappidibapp. So, es brutzelt und brötschelt. So, hier türmt sich schon das Essen auf irgendwie. Fischbrei, klingt auch lecker. So, komm, Kamel, gehen wir mal zurück. Und schnappen uns diesen Auftrag. Lukrativ, ein bisschen Essen und dann genug Geld für den Urlaub. So. Jawohl, zack. Das haben wir. Ach, das ist Grace. Hallo, Grace. Howdy. I just read that the old world had some kind of super telegraph. One that allowed everyone in the world to communicate instantly. But strangely, it said that people used it to spread misinformation and insults. Genau. Vergiss es, dieser Telegraph hat nie wirklich gut funktioniert. Also, sorry. Hier war was Leckeres für dich. Was weiß ich. Habe ich was? Ich weiß gar nicht. Ach komm, hier, nimm Bernstein, viel Spaß damit. Ja, gut. Okay, das ist also nichts für sie. Wissen wir das jetzt auch? Geschenken Bernstein, schaut man nicht mal. Na, Sigurd, was machst du hier? Ich habe gehört, dass man in Sandhock Zeug mit Wasser kaufen kann, also habe ich jede Menge Wasserflaschen mitgebracht. Jetzt erzählen mir alle, dass ich Goals brauche. Könnte es sein, dass einige der Gerüchte nicht stimmen? Also, finde ich jetzt direkt. Wir haben alle Probleme, die Leute. Naja, hallo, ich will hier hin. Im Blümchen, was machst du denn jetzt? Wir müssen hier runter einparken. So, ach Gott. So, wir gehen zur Gecko Station und versuchen dort noch mal ein bisschen Material zu bekommen. Mit dieser verdammten Mission für Katori. Tschüsschen. Zu Ende kriegen. Und dann ist gut. So, warte hier auf mich. Ich bin gleich zurück. Du bist hier. Na gut, dann gehen wir nochmal hin. Nein, nicht zurücksetzen, nicht betreten. Oh, jetzt habe ich fast das Falsche angeklickt. Huch. So. Gibt es hier irgendwo Schätze? Nee, ne? So, mir hier Manganerz. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber.
was wir haben, das haben wir. Nehmen wir mal Schwefelkies. Das ist Chromerz. Ich brauche eher Schwefelkies. Hier. So, damit haben wir auch noch Eisenerz-Bonus bekommen. Sehr schön. Das ist gut. Dann können wir hier den Rest auch noch mitnehmen, wenn wir schon da sind. Was haben wir hier unten? So, weg damit. Wo ist denn jetzt hier? Da ist der Ausgang. Was haben wir da? Okay. Komm nicht durch. Komm hier nicht durch. Lass mich durch. Ich bin Handwerker. Oh, wir haben ein astronomisches Teleskopstück gefunden. Ist allerdings nicht das, was ich brauche. Ich habe alle gefunden. Okay. Gut, das ist ja super. Wo war jetzt hier? Hier war irgendwo. Ups, falscher Knopf. Da ausgefunden. Da. 17 Meter, okay. Naja, hier. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann geht's noch mal eins tiefer. Juhu! Okay. Jetzt haben wir hier Mangan. Chrom. Schwefel. So, wo sind wir jetzt hier gelandet, sag mal? Hier geht's wahrscheinlich weiter, oder? Nee. Nicht? Ah. Hier ist nichts drin. Was gibt's hier? Deluxe-Werkzeugkasten, okay. Wir sind ja gar nicht mal so schlecht. Es gibt dann immer so einen kleinen Mini-Lootbox. Nehmen wir nochmal so ein Ortstag-Ding. Ich weiß ja nicht, ob wir das brauchen, aber nehmen wir mal mit. Wir schon da sind. So. Ganz nur Ortstag-Dödeldö. So. Das ist Schwefelkies. Das können wir brauchen. Wunderbar. Das ist eine komische Decke hier. Okay. Geht's denn jetzt hier weiter? Da unten ist der Ausgang. Mikrochip. Da ist der nächste Ausgang. Oha, wo sind wir denn hier gelandet? Hier ist alles mit Strom. Okay. Ist ja gruselig. Lang. Da geht's wieder runter. Ist hier noch irgendwas verborgen? Ein
Wahrscheinlich. Hm. Dann gibt es keine Schätze mehr. Aber wir nehmen noch ein bisschen Chromerz noch mal mit. Und hier ist nochmal Schwefelkies. Das kann ich auch gebrauchen. Oh! Jetzt habe ich aber Schock. Da ist wieder dieser komische Maus. Hier. Du Dieb, nimm dies. Du klaust hier nichts. Wenn, dann bin ich das. Schabums. Haha, haben ihn erledigt. So, Gold und Rippenfleisch und Fleisch sichergestellt. So, dann können wir die Ruine verlassen. Haben wir genug? Wir sind jetzt auf Level 9. Schön. Haben wir es ja nochmal eins weiter geschafft. Und wir haben jetzt dieses Teleskop endlich geschafft nach Jahren. Und ist auch schon wieder dunkel. Okay. Lass uns hier abhauen. Los, auf geht's. Leg den Turbo ein, Kamel. Also, das ist jetzt der Turbo. Aber ich mag's. Es ist halt ein bisschen gemütlicher. So. Dann reiten wir wieder in den Mond auf. Untergang, Untergang wahrscheinlich. Aufgang? Nee, Aufgang. Wir haben 20 Uhr. So spät ist ja eigentlich gar nicht. Aber sieht romantisch aus. Der Hintern von dem der Mond. Wunderbar, dann dürfen wir jetzt genug Material haben, um unsere Stahlstangen fertig zu machen. Und dann können wir das Projekt Katori World beenden. Oder zumindest das Teilprojekt. Wer weiß, was da noch kommt. So, unser Fischbrei haben wir fertig. So. Eisenplatten. Können noch drei. Ne, wir können keine mehr machen. Aber wir können jetzt nochmal Stahlstangenauftrag geben. Flop. Nehmen wir auch nochmal welche. Ich dachte jetzt noch dran mit Glas. Okay. Hier haben wir auch nochmal Stahlstangen. So, das dürfte jetzt aber reichen, Kinder. Eieiei. So, dann machen wir nochmal. Hier können wir nochmal eine Eisenplatte kriegen wir raus. So. So mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber okay. Das Ding arbeitet noch. Das schnarcht. Achso. Noodles, Noodles schnarcht sich hier wieder fröhlich in die Nacht. 52? Oh, okay. Mal sehen, was passiert, wenn es ausgewachsen ist. Dann brauche ich wahrscheinlich nochmal einen zweiten Stall, damit es da überhaupt reinpasst. Jesus Maria. So, Stahlstangen sind in der Mache. Der Eisenschrott ist auch. Hier können wir ja auch nochmal ein bisschen was an Kupfer recyceln. Das brauchen wir sowieso. So, dann haben wir hier ein paar Sachen fertig. Das sind wir fertig. Der leckeren Fischbrei für die hungrige Heidi, die unbedingt Fischbrei essen will. Für ihn brauchen wir noch die Schaltung. Das ist jetzt kein Problem. Hier brauchen wir jetzt nur 4 Eisenplatten. Das dürfen wir hinkriegen. Und das Fenster zum Kosmos. Hier brauchen wir noch ein Ding. Aber das können wir endlich mal fertig machen. Dann müssen wir ins Museum. Da bin ich mal gespannt, was das dann gibt. Ja, ich brauche noch Kupfer, ne? Kupfer. Hier haben wir noch mal ein bisschen Kupferdraht. 6 Stück. Kupferdraht. 3 können wir machen. So. Fehlt eigentlich nur eine. So, dann machen wir noch den restlichen Kupfer dran. Dann kriegen wir morgen noch Eisenplatten. Dann sind wir eigentlich schon mal relativ gut dabei. Was ist das hier? Steinschleudersteine. Mal sehen, ob ich Birches treffe. Nee, leider nicht. So, weg damit. So, die stören eh nur. Da hinten läuft noch der geheimnisvolle Mann rum. Von dem brauche ich aber nichts. Da haben wir jetzt genug Geld ausgegeben für.
So, unser Kamel ist hier auch am Rumklettern. Wunderbar. Hier ist der Mond. Romantisch. Und wir mit unserem Superhelden-Outfit. Ah ja, Moment. Oh, Superheld. Apropos. Ja. Wir können doch jetzt hier irgendwas Neues machen, ne? Oder? Desert Warrior Visor. Da brauche ich nochmal gegerbtes Leder. Kann ich eins machen. So. Und dann brauchen wir nochmal Chromstahlstangen. Und dann können wir dieses Ding machen. Combat Visor. Perfekt für eine Tough Warriors. Track the ice from the wind und moment on a clear field of view. Okay. Also statt Hut werden wir dann das dann haben. Hm. Weiß ich auch nicht, ob das hübsch ist. Soll ja auch ein bisschen stylisch aussehen. Hier brauchen wir nochmal Leder für. Ja. Auch interessant aussehen. Wüstenverteidigerbrille. Genug Krempel jetzt hier. Oh je. Hab ich denn da? Eisenriegel? Okay. Interessant. Oh, was haben wir hier gekriegt? Verdichteter Kraftstein. Auch nicht schlecht. Hier haben wir nochmal vier Fleisch. Vier Fleisch bekommen. Hm. Die könnten wir insgesamt vier machen und drei haben wir. Ah. Das wäre natürlich auch noch interessant. Okay, das müssen wir uns dann morgen überlegen. Dann können wir vielleicht diesen Auftrag auch noch machen. Lohnt sich das ja mal mit dem ganzen Essen, wenn wir da so viel rauskriegen. Gut, dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit Wir mampfen uns durch Sandrock. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.